Heute zeige ich euch unsere neue, alte Pizza Napolitana. Das Rezept ist uralt, aber im Restaurant Daninos ist es neu. 2017 wurde die napolitanische Pizza von der UNESCO in die Liste des Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Seit einigen Wochen bekommt ihr bei mir die originale Pizza, wie sie in Neapel vor über 130 Jahren erfunden wurde. Ich zeige euch, was der Unterschied ist und woran ihr die napolitanische Pizza erkennen könnt. Salve, buonasera, mi chiamo Vincenzo, io sono un nuovo cuoco di Nino, vengo da Napoli, ai piedi del Vesuvio, una città bellissima. Oggi mi trovo qua da Nino, e porto un po' della mia cucina italiana, napoletana, e spero a tanti tutti voi che la vengano a provare, che è una cosa buonissima. Grazie e ci vediamo presto. Die napoletanische Pizza wird traditionell im Steinofen gebacken und in Handarbeit hergestellt. Schon beim Hefeteig gibt es Unterschiede. Er hat mehr Wasser und es kommt kein Öl rein. Für mich gibt es auch nicht die Tomaten aus der Dose, nur Tomatenfruchtfleisch. Am Ende kommt Mozzarella für die Latte, Kuhmilchmozzarella, fertig. Ich zeige euch mit einer Margarita, wie ihr den Unterschied erkennt. Zum Vergleich backe ich eine Blechpizza, eine Pizza, wie ich sie vorher gemacht habe, also Crosspizza, und ich backe eine Pizza nach dem echten Rezept. Damit ihr versteht, was ich meine, zeige ich euch jetzt zuerst, wie ich den Teig mache. Also für unseren napolitanischen Pizzateig, wir haben einfach Pizzamehl, Typ 00, Mutterhefe, Wasser und Salz. Es ist genauso wie vor 1000 Jahren gemacht wurde. Das ist einfach napolitanischer Pizzateig. Also zuerst machen wir dann im Wasser Mutterhefe in die Teigmaschine. Dann lasse ich die Maschine ein bisschen laufen lassen. Das wird jetzt ein bisschen durchgeknetet, die Mutterhefe. Du siehst auch, dass wie das Wasser auch seine Farbe ändert. Das sieht man langsam. Wird ausgelöst ungefähr. Und dann kommt unsere Mehl, 00, in der Teigmaschine. Ja, aber immer nach und nach. Die Frage natürlich, warum nehmen wir Typ 00 oder Typ 00 Mehl für Pizza? Weil es ist einfach die Schale rauszunehmen und wir nehmen einfach den Kern. Und das ist der 00, also feiner wie möglich. Wenn das Mehl so fein ist, dann nimmt dann viel Wasser auf oder dann nimmt besser Wasser auf von anderen Sorten, zum Beispiel von 405 oder 550 oder. Also 00 ist es eigentlich der Pizzamehl genau. Natürlich, warum Teigmaschine? Weil ja, ich kann auch nicht 10, 15 Kilo an der Hand kneten. Deswegen, wir benutzen die Teigmaschine. Und dann lassen wir ungefähr so zwischen 10, 15 Minuten durchkneten. Und inzwischen dann mache ich dann Salz rein. Im Sommer machen wir eigentlich ein bisschen weniger Salz, im Winter mehr. Also das ist eigentlich immer wetterabhängig. Zwischen 25 bis 30 Gramm pro Kilo. Und eigentlich, das war's. Und dann mache ich das raus, lasse ich das außen ausruhen und dann fange ich an zu bälschen. So, das ist der Teig. Wie du siehst, das ist so ein soft, richtig weicher Teig. Und wichtiger Anteil natürlich die Hefeanteil. Also das muss eigentlich wenig wie möglich sein. Der Teig arbeitet auch weiter im Bauch und das darf nicht sein. Deswegen, der Teig braucht auch seine Ruhezeit und natürlich, wie gesagt, wenig Hefe, weil wenn der Teig noch weiter im Bauch arbeitet, das ist eigentlich nicht gutes Gefühl. Boah, ich habe jetzt voller Bauch. Das ist ein ganz schlechtes Gefühl, denke ich mal. Also man kann satt werden, aber trotzdem auch leicht im Bauch. Wenn der Teig richtig lange Zeit hat zum Auszuruhen und die Hefe eigentlich immer wenig im Teig ist, dann ist es viel besser für Verdaulichkeit. Ja, den alten Teig, was ich schon früher gemacht habe, ist eigentlich vor Arbeit
oder für Unternehmen ist es eigentlich viel, viel einfacher, praktischer zu arbeiten und natürlich schneller. Der Tag natürlich braucht mehr Arbeit, aber wenn wir über Qualität reden, dann ist Weltunterschied. Ich suche immer richtig diese traditionellen Gerichte. Mehr Arbeit macht nicht das Problem für mich. Es ist Hauptsache, der Qualität stimmt. Und natürlich gesundheitlich ist es eigentlich auch viel, viel besser, mit diesem Mutterteig zu arbeiten und mit diesem so ein Teig mit viel Wasser. Dann mache ich ein bisschen so Wasser, dass sie nicht trocknet. Diese Tradition habe ich eigentlich immer von meinen Eltern. Meine Mama hat immer gesagt, wenn du Teig machst, machst du immer ein Kreuz, dass der immer mehr Glück bringt. Und deswegen dein Kreuz habe ich das eigentlich immer traditionelle Sache. Das ist der napolitanische Teig, was wir vor 2 Tagen gemacht haben. Das ist eigentlich jetzt bereit für heute. Das ist schon 48 Stunden. Der ist jetzt bereit zum Pizza zu machen. So sieht aus. Und wie ihr seht, das ist wirklich so soft, weich, schön. Und das ist was der Teig, was wir heute gemacht haben. Der sieht so aus. Da muss jetzt ungefähr mindestens 24 Stunden ausruhen, bis 48 Stunden. Und dann danach wird auch genauso so aussehen wie der. Das mache ich ein bisschen Mehl, weil das, wie gesagt, der ist sehr weich. Siehst du, wie luftig, wie schön. Guck mal, wie schön, wie luftig, wie fluffig. Das ist der richtige napolitanische Teig. So, und das ist der Teig von heute, was wir gemacht haben. So sieht aus. Noch fest, ja. Und jetzt wollte ich euch den Vergleich Unterschiede zeigen. Was ist der Unterschied zwischen Blechpizza, Steinofenpizza, Cross und original napolitanische Pizza, also Mutter aller Pizzen. So, ich zeige euch jetzt, wie den anderen den Pizza machen. Obwohl, wie gesagt, ich kann auch nicht als Pizza nennen, aber naja, das ist der Teig für Blech. Für Blechpizza, das, wie ihr seht, das ist wirklich so elastisch. So, eine Blechpizza ist es ganz einfach. Das ist ein Teig, der wird entweder in eine Rollmaschine, Teigrollmaschine oder in einer Teigpresse einfach gepresst. Und da wird das einfach den Luft komplett einfach durchgepresst. Teigrollmaschine. Ich habe Gott sei Dank nicht. Ich habe jetzt die Nudelholz geholt und ich zeige euch, wie wird das vor Blechpizza gemacht. Also wie ihr seht, ist leider, wir drücken den ganzen Luft raus. So, und das ist der Teig für Blech. In das Blech kommt noch ein bisschen Öl, dass der Teig eigentlich nach dem Backen einfach leicht rauszunehmen, obwohl, wie gesagt, Öl eigentlich gehört nicht dazu. Wie ihr seht, das ist wirklich ein bisschen ölig, dass der nicht klebt. Und dann machen wir so. Ja, die Vorteile von Blechpizza ist eigentlich als Unternehmer oder als man denkt nur, ich habe immer gesagt, dieser Beruf, Kochberuf oder Pizzabäcker oder so, das muss man richtig mit Liebe machen. Und diesen Sachen, das ist eigentlich ein sehr guter Vorteil für unternehmerisch, also für wirtschaftlich, weil das man kann viel Gewinn machen. Erstens, zweitens wird auch richtig vorbereitet. Da kann man jetzt zum Beispiel mit Tomatensauce. Und Mozzarella vorbereiten und an die Seite stellen.
Deswegen zum Beispiel viele Kunden, die fragen auch, ja, ach, Pizza geht ganz schnell. Ja, wenn das Blech ist, aber nicht Steinofen. Steinofen wird nur immer alle Minute gemacht. Also Blechpizza, das heißt, wird jetzt so, wird dann vorbereitet und wird so hingestellt, wenn eine Bestellung kommt, dann einfach die Belege drauf, rein damit, fertig. Dann geht es schnell. Oder kann man auch 30, 40, 50 Pizza da vorbereiten und immer schnell. Und das ist das, was ich meine, ist, das geht nicht um Masse, das geht um Qualität. Und wenn wir um Qualität reden, leider kann ich das für mich, für meine Einstellung, also napolitanische Pizza ist das andere, die Original, einfach Originalpizza. Und wir backen jetzt den Blechpizza und zeige ich euch, wie das danach aussieht. Weil normalerweise auch die Mozzarella darf auch nicht zu lange da bleiben. Zum Beispiel der Blechpizza ist bekannt, zwischen so 5 bis 6 Minuten gebacken wird. Und deswegen leider ist es auch nicht gut für Mozzarella. So. Und das ist die Blechpizza. So sieht aus. Da sieht, siehst du, das ist zum Beispiel, also in Steinofen wird es ein bisschen schwierig zu backen, guck mal, der ist immer noch weiß von innen, von unten. Ja, deswegen eigentlich, die ist geeignet für Elektroofen, also keine Steinofen. So. Und das ist jetzt die Blechpizza, wie die Leute das kennen, also. Der sieht wie Tiefkühlpizza, der sieht wie fertige Pizza. Also für mich, den anderen Handarbeit ist es anderes. Sieht auch richtig, ist immer eigentlich auch alles, was Handarbeit ist, ist immer am besten, immer schmeckt auch am besten und so. Also zum Beispiel zeige ich jetzt euch, wie das. Also. Und das ist genau, was ich gemeint habe mit Nudelholz. Das wird das alles so gedruckt. Das wird wie ein Blatt Papier. Richtig gedruckt, keine Luft. Nach halbe Stunde oder maximum eine Stunde, da kann man nicht mehr essen. Das wird wie Holz. Dann reden wir über den Steinofen-Pizza, was ich eigentlich vorher gemacht habe. Das ist die Crostpizza und mit dem braunen Rand. Also das ist eigentlich ein Pizzateig. Okay, dazu nur kommt Öl oder manche machen eigentlich Margarine oder Schweinschmalz oder. Das bezeichnet sich das dann Crost. Und natürlich auch das sehr wichtig, das Wasseranteil ist eigentlich weniger als der napolitanische Pizza. Und wie gesagt, diese ölige oder fettige Anteil auch am Teig, der macht den Crost und braun. So, das ist die Crost oder Steinofenpizza, so Crost gemacht. Also gibt es viele in Italien zum Beispiel, besonders bei Touristenstädten, dass wir diese Pizza auch verkauft. Also es ist ungefähr wie Amerikaner, weil das auch mit Öl. Die Amerikaner auch mögen das eigentlich immer mit dem Pizzateig mit Öl gemacht werden. Aber wie ihr seht, das zum Beispiel wie elastisch ist. Früher habe ich auch so etwa. Also ich habe ein bisschen noch weicher gemacht als der. Das ist jetzt die Steinofen-Crost. Da machen wir jetzt auch Tomaten. Also der Rand ist auch zu dünn, also nicht zu dick wie bei napolitanischer Teig. Und dann backen wir. Thank you.
Das ist die Steinofenpizza Cross. Wie gesagt, wird das viel in Touristenstädten in Italien verkauft. Okay, das ist das fast ähnlich wie napolitanische oder die originale Pizza gemacht, nur ein bisschen mit weniger Wasser und mit Öl gemacht. Also das ist richtig so kross, wie ihr seht. Und durch den Öl wird diese Farbe auch kommen, diesen braune Farbe. Also die ist wie gesagt ähnlich wie Originalpizza, aber nicht die Originale. Und jetzt, was zeichnet Pizza napolitanisch? Also Mutter aller Pizzen, kann man sagen, oder die originale Pizza, die richtige Pizza. Also das ist der Teig, ist eigentlich sämig, luftig. Luft natürlich darf nicht rausgepresst werden. Das muss auch fluffig sein. Das muss eigentlich ein bisschen so einen großen Rand haben. Durch natürlich die Luftbläse, dann, dass wir das einfach diese schwarze Punkte kommen, fluffig, weich, schön. Und was schön auch natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass Pizza, napolitanische Pizza, auch wenn man zum Beispiel die Hälfte Pizza gegessen hat und er hat keine Lust oder der ist satt, da kann einfach die Klappe einfach zumachen und dann vom nächsten Tag einfach ein bisschen aufwärmen und nochmal essen, das bleibt immer noch frisch. Und jetzt, ich zeige euch, das ist richtig die originale Pizza, wie wird in Italien gerne gegessen, beziehungsweise in Neapel. Das wurde auch 2017 bei UNESCO als Kulturerbe genannt, diesen Art von Teig. Das wird auch immer kontrolliert, wenn als Kulturerbe, also das wird immer kontrolliert, wie man die Pizza napolitanisch macht. Also das ist richtig weich, fluffig. Guck mal, das ist die Originalpizza überhaupt. Also guck mal, also ohne zu viel zu arbeiten, das ist schon fertig hier. Und wie ihr seht, also die Pizza napolitanisch, weich, fluffig, der Luftblasen sind immer da. Und das ist was richtig Besonderes macht bei napolitanischer Pizza. Jetzt erzähle ich euch, dass die Tomatenwasser auf Pizza kommt. Das ist eigentlich normal, was immer auf napolitanischer Pizza gemacht. Wie gesagt, die Pizza kommt sowieso aus Napoli. Und deswegen, die benutzen einfach nur Tomaten, Fruchtfleisch. Mehr, also ein bisschen Salz, mehr nichts. Wir benutzen nur eigentlich Tomatensauce nicht aus der Dose. Warum? Weil die Tomatensauce einfach aus der Dose ist, eigentlich kommt mit Konservierungsstoffen, mit Antioxidantioxidmitteln, mit Zitronensäure. Manche haben auch Zucker dabei. Deswegen, manche Kollegen leider, die benutzen das viel gewürzer, dass die auch diese Tomatensauce zum anderen zu schmecken. Aber wir benutzen, wie auch genauso wie in Napoli benutzt wird, nur pur Tomatenfruchtfleisch mit bisschen Salz und das war's. Natürlich, die haben auch Gründe dafür. Also die Gründe ist einfach, man kann alles, was auf die Pizza, alles rausschmecken. Teig kann man rausschmecken, Soße kann man rausschmecken und die Belege natürlich, Salami, Schinken oder Peperoniwurst, sowas immer rausschmecken, ohne zu viel zu gehen. Zum Beispiel gibt es viele, die machen das zum Beispiel Salz, Pfeffer, Oregano, keine Ahnung was. Also die schmeckt würzig, aber auch das Problem, warum? Weil die wollen einfach den anderen Geschmäcke bisschen nicht rausschmecken, weil die meisten Tomaten leider kommt aus der Dose. Also diese Tomaten, das ist nur Tomatenfruchtfleisch, kein Antioxidmittel, keine Zitronensäure, keine Konservierungsstoffe, gar nichts. Das ist nur einfach Tomatenfruchtfleisch mit bisschen Salz, mehr kommt nicht. Und das ist das Kunst, was von napolitanischer Pizza rüberbringen wollen. Das ist einfach alles, was aus Natur kommt, ist immer am besten. So, das ist jetzt die original napolitanische Pizza. In Neapel machen die ein bisschen
So, ein bisschen Parmesan, Basilikum, Mozzarella für die Latte. Für die Latte, das ist eigentlich bekannt in Neapel. Die benutzen immer die für Pizza Margherita, immer für die Latte. Das ist eine Qualitätsstufe, also richtig die Mozzarella, nur von Milch gemacht. Also wird leider hier viele Mozzarella wird mit Kartoffelstärke gemacht oder sowas. Die wollen einfach den Kochprozess verringern. Deswegen, das wird auch auf Massen verkauft. Aber die Mozzarella in Neapel für die Latte, es wird einfach mit Milch, mit Kuhmilch gemacht. Also nicht mit Kartoffelstärke oder sowas. Dass die immer lange, das gibt es auch lange Kochprozess. Und, aber das ist das auch, wir reden immer noch über Natur. Natürlich wird in Neapel oder in originale Pizza nur Mozzarella benutzt, keine andere Käse. Das gehört auch nicht dazu, weil der anderen Käse einfach das mit den verschiedenen Farbstoffen, Salz und so weiter zu tun. Mozzarella wird einfach nur Mozzarella für die Latte in Neapel benutzt, weil, wie gesagt, die Napolitaner, die machen natürlich da die Mozzarella selbst. Und es ist sehr bekannt, Mozzarella kommt aus Campania. Und wie gesagt, wird entweder für die Latte oder Buffelmozzarella. Mozzarella, das da, ein bisschen Olivenöl drauf. Fertig. Das ist die Original Margherita Napolitana. So. Und jetzt, das ist die Original Napolitanische Pizza, oder kann man so sagen, die originale Pizza überhaupt, weil die Pizza kommt aus Neapel und das ist die original Pizza. So sieht aus mit Rand, mit bisschen schwarzen Punkten. Das kommt durch den Luft, was da immer war, vorher, wo wir gebacken haben. Also, das ist die napolitanische Pizza, so fluffig, weich, so schön, man, das ist wirklich weich, schön, das ist die original Pizza, wie gesagt, das ist seit 2019 UNESCO als Kulturerbe genannt und das wird immer noch kontrolliert, wie man die originale Pizza macht. So, jetzt zeige ich euch die Unterschiede zwischen die drei verschiedenen Pizzen. Das ist die Pizza aus dem Blech. So, es sieht wirklich so hart, dünn, keine Luft. Das ist die Pizza, was es am meisten eigentlich läuft. Dann kommen wir auf die Steinofenpizza knusprig. Das ist genauso, auch ist ein bisschen weniger Luft, ölig und ja, wie gesagt, kross, Steinofen. Und jetzt kommen wir auf überhaupt originale Pizza, Napolitaner Pizza, fluffig, schön. Also das ist der Unterschied von napolitanischer Pizza zu anderen. Wie gesagt, der Rand von napolitanischer Pizza, fluffig, groß, schön. Weich, Mozzarella, weil es ist eigentlich der Backprozess, ist immer weniger in napolitanischer Pizza. Deswegen die Mozzarella sieht immer noch weiß, schön. So, hier wir haben, das ist die große Pizza, auch Steinofen. Wie gesagt, das wird viel in Touristenstädten in Italien verkauft. Der Rand ist bräunlich wegen dem Olivenöl. Es wird auch Olivenöl oder normales Öl benutzt für diesen Pizza. Hier wird kein Öl, überhaupt kein Öl benutzt. Das ist der Unterschied auch. Und danach kommen wir auf Blechpizza. Das ist, wie ihr seht, so sieht aus. Und wie gesagt, das sieht immer so nach 15 Minuten. Ich habe dann Mozzarella für alle drei, weil ich habe keinen anderen Käse.
am meisten wird für Blechpizza als Edamer oder Emmentaler benutzt. Das gehört auch nicht dazu. Das ist eigentlich keine Käse für Pizza. Pizza gehört nur Mozzarella, nicht mehr. Und am besten natürlich für die Latte, die napolitanische Mozzarella. Leute, und der letzte Unterschied, was ich auch euch zeigen wollte, zum Beispiel dieser Pizza, weil es fluffig ist, wegen dem Teig. Und Teig, also Backensystem oder das Teigsystem, oder das Teigrezept von napolitanischer originale Pizza, also die ist immer noch nach fast halbe Stunde, immer noch fluffig, frisch. Das kann ich auch, ehrlich zu sagen, auch mit mir nach Hause nehmen, morgen, nächstes Mal ein bisschen so kurz im Ofen aufwärmen und wieder essen. Aber hier, wie ihr seht, also die Mozzarella ist auch langsam wird trocken, der Teig ist es auch, also der Steinofenpizza geht noch, die Blechpizza ist leider, ist es trocken, da kann man leider in halbe Stunde noch, da kann man nicht mehr essen. Die ist auch ein bisschen wie Gummi. Aber hier, wie ihr seht, wirklich, wirklich frisch. Immer noch auf den gleichen Prozess, hat sich nicht geändert. Und dann kann man auch die napolitanische Pizza wunderbar nächsten Tag aufwärmen und wieder wie frisch essen. Diesmal auch die Tomaten. Ist immer noch alles frisch. So Leute, das ist eigentlich meine Meinung und meine Entscheidung. Also ich habe mit dieser Pizza eigentlich vor lange Jahren, wo ich gearbeitet habe, habe ich das immer mitgemacht. Danach in diesem Lokal habe ich diese Pizza gemacht, den Steinofen. Danach habe ich dann entschieden, nee, ich wollte das Weltkulturerbe, genau, das ist der richtige napolitanische Pizza oder wie gesagt, die richtige originale Pizza, und dafür habe ich das entschieden, weil ich finde, es ist eigentlich wirklich von geschmacklich her, von vielen Sachen, dass das richtig trifft, und wie gesagt, ich wiederhole, das ist richtig Weltkulturerbe napolitanische Pizza. Lieber Zuschauer, lieber Gäste, ich danke euch für das Zuschauen, für unser Video. Auf jeden Fall, ab jetzt gibt es Pizza Napolitana bei uns im Restaurant Daninos. Wie ihr das gesehen habt, auch gibt es Blechpizza, gibt es Pizza Steinofen, Crust mit Öl und so weiter, und gibt es napolitanische Pizza. Das ist unser Geschmack, das ist unsere Entscheidung. Wir haben entschieden für den Originalpizza. Das ist die Pizza Napolitana. Bleibt gesund, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.